Das wäre mir nicht aufgefallen früher, aber jetzt trinkt es. Jetzt schnuppert das. Da war in so einem Gartenbaubetrieb, die haben Gartengeräte gemacht. Ganz oben? Und so. Betrieb, die haben Spaten gestellt. Motor dreht so rum, also so rum, ne, vier. Sie hatten gar keine solche Kontrolle im Betrieb. Und der hat wochenlang immer nur einen Rennwagen gebaut. Die Felgen, das war 3, der Experte, 3, die Felgen immer noch 3, ganz 8, dünn gedreht. Die waren ja dann, die Alu- oder Magnesiumfelgen, die waren 3. Dann... Thank you.
Aber wie gesagt, wir könnten jetzt nochmal schreiben. Wir wollten eigentlich schon zusammen hochfahren, aber... Ja, aber ich hab nicht kommen. Fenster zu, mal, es könnte regnen. Wo ist das Gummi hier? Das haben wir vergessen. Hör mal, bist du aggressiv? Ja, draufgelegt. Keine Polizei. Ja, wofür brauchen wir ein Gummi? Machen wir den Hund wahrscheinlich da schon. Boah, machen wir jetzt Sportzeltanweihung? Jo. Braucht man ja jetzt nicht. Ja, wieso hält sie jetzt? Wo gehört der Becher? Wie gehört der hin? Da ist noch einer im Kasten. Ich stelle jetzt einfach mal da rein. Das war Sebastian. Hier. Was sind denn das für Bratwürstchen da? Die Gatterkäse. Thüringen fahren und dann so keine, lang. Keine Thüringer Bratwürstchen. Die gab es im Essen. Also, das war die Gatterkäse. War Münsterland-Tour, die ich mache. Wird dir erst stramm dadurch, dass du den Darm noch ein bisschen so richtig Kontakt mit dem, oder was? Ja, aber seitdem gesehen habe ich ihn auch nicht mehr. Nur so Telefon und E-Mail. Ja, ja. Melkus. Ja. Was soll ich? Stefan den Melkus zeigen. Weißt du warum? Was soll ich? Linz ist das. Weißt du warum? Sommerferien. Andere Woche später ist nämlich in Gelsenkirchen das große IFA-Treffen. Zwei Dosen Bier, sag ich dann nochmal zu. Barbara ist auch der Knaller. Jens, ein helles Stück für meine Frau. Ich kenne ihn so vom Treffen. Er kann war immer für eine Überraschung gut. Ein helles Stück war es. Guten Tag, guten Abend. Das war's dann auch. Heinz war immer für eine Überraschung gut. Beim Dirk hat er sich zur Einweihungsfeier abgemeldet, weil Dirk gesagt hat, ohne Hund kommt ihr, ansonsten kommt ihr hier nicht rein. Ja, klar. Und ist er trotzdem gekommen, unangemeldet. Mit Hund. Und hat dann wie viele Würstchen gegessen? Mit seiner Frau haben sie 22 Würstchen gegessen. 22. Und ich kam als Letzter und war nicht angemeldet. Ich kriegte nichts mehr zu essen. Ich war aber leer, aber komplett. Der hat mal geschäppt, war ja umsonst. 22 Würstchen. Ich hatte 50 Würstchen geholt, davon hat er 22 gegessen. Alle anderen haben sich nur eins drauf getan. Jens, guck mal. Sag mal, sag mal hallo. Hallo. Sehr gut. Tja, ich hab Klamotten mit denen erlebt. Guten Hunger, Rainer. Wie bitte bedient, ne? Fernsehen gucken, ne? Armin. Danke. Das war der. Ja, aber das war ja wohl der Knaller. Armin, was? Kann man Lob für den ganzen Tag für den, ne? Nee, du, das war ja das Schlimme, dass du für uns. Mach keinen Spielfilm. Ja, gebaut haben. Nee, hat mir ganz ehrlich einen Checker und kein Fernseher dazu mehr. Aber bei ihm darf ich mal nach. Gerade ich sag zu ihr, sie soll kein Spielfilm machen. Ach so. Sehen wir jetzt mal das Sweet Chariot. Ja, das geht um die Zeit. Das ist ja auch, ich sag mal, das ist schon was Heiliges. Das schmeckt dir garantiert. Nein, das ist das, was sie befürchtet, ja? Eine Sahne drauf und dann Zimt oben drüber streuseln. Und dann überstülpen und dann. Nicht gut. Was denn? Sherry, Sherry. Doch, das ist gut.
Weißt du, ihr hört halt auch nicht wieder auf. Ey. Ja, Timo, ich bin liegen geblieben, das ist mal gerade hoch. Das Beste war ja, Spahn wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal, dass ich mit Stefan zusammen bin. Schweige denn, dass Stefan überhaupt eine Freundin hat. Ich bin noch gar nicht dran. Das kommentiere ich jetzt nicht. Wusste auch nicht. Wer will denn schon mal in der Zeitung stehen? Leute, die reißen sich, wer weiß, was da für ein Markus. Ja. Eins, zwei, drei, Oberkörper frei. Und das ist auch ein Rundenbein. Die Anfahrt mit 1300 S. Ich wollte ihn nicht. Vor allem im Innenbetrieb, da steht immer mal an, was für den Straßen hier, raus mal nicht. Und da steht mal das ist Hubert, ich rufe ihn an und da weiß ich, was er haben will für das Auto. Der hat es auch für mich besorgt. Das brauche ich ja nicht mehr runterzufahren, da kann ich jetzt einmal nur Mittag machen. Ja. Hey Papa, guck mal, ich erkläre. Warte mal, fahr hier ein. Guck mal, Papa, hier. Die Sonne kommt rein. Ich auch rein. Ja. Und dann bist du bei Nacht. Ja, wir meditieren dann nochmal. Ja, was die Wirtschaft ankurbelt. Ja, so mehr verbraucht wird, eben die Nachfrage und der Wirtspreis. Vor allen Dingen, wir sind ganz große Fans von Rabattsystemen und hoffen, dass wir Punkte sammeln, kriegst du einen neuen Werkzeug. Ich will doch so einen Mountainbike haben, bis mein Papa geht. Das ist ein Wohlstandsbau. Ja, ist ja richtig. Lacht man doch mal Mann oder Baum ist wie. Ja, wie geht's weiter? Achso, ja. Das ist immer so eine Bauernregel.
Außer dass ihr fährt, das ist ein Vegetarier. Mit dem Bauern und die Gülle. Kann was explodieren? Marco, gib alles. Wenn es läuft, gibt jeder eine kleine Spende für das Wartburg-Museum. Habe ich gerade gehört. Hast du einen Konrad? Nicht, dass er tot davon rennt. Gut, also. Alles wird gut. Bernd, du bist. Ehrlich? Ja. Das. Ja, machen wir das, dann werde ich das sehen. Alles klar, wir fahren.